Schon besser, oder nicht? Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich euch einfach mal die Grundlagen in Sachen Anzügen erklären. Ich rede immer so ab und zu über Anzüge und zuletzt auch mit dem blauen Anzug. Falls euch das interessiert, dass irgendwo da oben findet ihr das Video, was ich zuletzt gemacht habe. Dementsprechend möchte ich euch heute einfach mal erklären, was die Grundlagen sind, was es für Anzüge gibt, wie ihr geschnitten sein sollte, etc. etc. Einfach mal alles rund ums Thema Anzüge. Von Schuhe bis Hemden und die Anzugarten. Los geht's! Ja Leute, ich werde immer wieder gefragt, egal ob im Social Media Bereich oder im privaten Bereich, dass Freunde auf mich zugehen, ob ich Tipps habe bezüglich Anzüge. Und in diesem Video würde ich einfach gerne mit euch mal ein bisschen über das Thema Anzüge quatschen. Als allererstes ist es wirklich wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ein Anzug gut sitzt. Es ist wirklich egal, wie teuer es ist egal, welche Marke ihr tragt. Ein Anzug muss wirklich gut sitzen. Als allererstes müsst ihr darauf achten, dass eure Schulterpartie sitzt. Also ein Anzug muss im Schulterbereich gut sitzen. Das ist wirklich wichtig, ansonsten ist es einfach schon von Anfang an der verkehrte Anzug. Es darf nicht zu weit und es darf nicht zu eng sein. Als zweites müsst ihr darauf achten, dass euer Anzug im Hüftbereich bzw. im Bauchbereich auch wirklich gut sitzt und nicht zu eng oder zu weit ist. Wie ihr das macht, ist prinzipiell, ihr macht den ersten Knopf zu, nehmt eine Hand dazwischen und müsst ein bisschen Spielraum haben. Wenn ihr die Hand gerade so reinkriegt, ist er zu eng. Wenn ihr das Sakko viel zu weit nach vorne ziehen könnt, also wirklich bis hier vorne hin, dann ist das dementsprechend viel zu weit und der Anzug ist zu groß. Von den Passformen her sollte euer Anzug eure Körperform einfach widerspiegeln. Dementsprechend eure Schultern, eure Hüfte, euer Hüftbereich, dementsprechend, dass dein Anzug wirklich gut sitzt und eure Körperform widerspiegelt. Ebenfalls ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass eure Armlänge richtig ist. Wenn ihr im Prinzip normal steht, sollte euer Arm nicht zu lang sein und nicht zu kurz. Er sollte ca. 1 cm Platz lassen für euer Hemd. Also wenn euer Hemd rausguckt, sollte es ca. 1 cm rausgucken. Ansonsten sollte der Ärmel, wenn ihr so steht, dementsprechend auch abschließen. Ne? Ihr seht das jetzt hier, dass der Ärmel eine gute Länge hat und nicht zu kurz oder nicht zu lang ist. In Sachen Sakkolänge ist es auch wirklich wichtig, dass ihr darauf achtet, dass euer Sakko hinten wirklich euren Hintern gerade so verdeckt und da auch dementsprechend aufhört. Es sollte nicht zu lang und nicht zu kurz sein. Kommen wir zum Thema Hosen. Bei der Hose ist natürlich wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die Hose in der Hüfte und im Hüftbereich einfach gut sitzt. Sie sollte so sitzen, dass ihr keinen Gürtel braucht. Es gibt wirklich auch Hosen, die an der Seite hier nochmal so eine kleine Justierung haben. Die hat das jetzt nicht, aber die Hose sitzt zum Beispiel sehr, sehr gut. Sie ist nicht zu locker, nicht zu weit. Natürlich ist es bei mir zum Beispiel so, wenn ich jetzt was Schweres in die Taschen legen würde, würde sie ein bisschen runterrutschen. Aber generell solltet ihr, wenn ihr nichts in den Taschen habt, einfach sollte die Hose da bleiben, wo sie auch ist. Sie sollte nicht hoch oder runterrutschen. In Sachen Hosenlänge schneiden sich die Geister, aber ich persönlich mag es, wenn die Hose Knöchelhöhe aufhört, nicht zu lang und nicht zu kurz ist. Es gibt die Möglichkeit, dass die Hose auch zu lang ist, quasi auf dem Schuh auflegt und eine leichte Falte wirft oder halt eben noch kürzer ist als bei mir, dass man im Prinzip die auf Knöchelhöhe aufhört. Ich mag genau das Zwischending, dass die Hose im Prinzip im Schuhbereich, beziehungsweise wenn der Fuß anfängt, aufhört. Wie sagt man so schön, Details machen einen Unterschied und deswegen gehe ich mit euch auch einfach mal ganz kurz auf die Details von dem Anzug ein, worauf ihr achten solltet. Generell fangen wir einfach jetzt mal an mit dem Revers, was prinzipiell der Kragen des Anzugs ist. Es gibt drei Arten von Anzugsakkos. Das ist das klassische Revers, wie ihr es hier jetzt gerade seht. Dann gibt es das Spitzrevers. Dann steht im Prinzip der untere Teil von dem Revers spitz hier über. Und dann gibt es nur den sogenannten Schalkragen, der so ein leicht oval hat. Den sieht man auch öfters bei Smokings, bei normalen Sakkos eher seltener. Aber zum Beispiel bei einem Smoking sieht man das sehr oft. Es gibt natürlich auch Smokings mit einem klassischen Revers und einem Spitzrevers. Da macht man einfach den Unterschied, weil ein Smoking anders geschnitten ist als ein normaler Anzug von der Knopflänge, von der Anzuglänge etc. Ein Smoking sitzt nochmal ein bisschen anders als ein normaler Anzug. Lasst uns ganz kurz auf das Thema Sakkos eingehen. In Sachen Sakkos unterscheidet man zwischen Single-Breasted und Double-Breasted Sakkos. In dem Fall trage ich jetzt gerade ein Single-Breasted Sakko. Ein Double-Breasted Sakko wäre im Prinzip, wenn man hier zwei Reihen von Knöpfen hat und diese dann überschlagen werden.
Das Wichtigste, worauf ihr immer darauf achten müsst, was wirklich die Regel Nummer 1 ist, macht niemals beide Knöpfe zu. Also wirklich, das ist ein No-Go, das macht man nicht. Man macht immer nur den oberen Knopf zu. Habt ihr jetzt 3 Knöpfe, macht ihr 2 zu, beziehungsweise teilweise auch nur den mittleren, aber ich würde 2 empfehlen und dann den unteren offen lassen. Je nachdem, wenn es euch besser gefällt, auch nur den mittleren, aber niemals nur den oberen oder nur den unteren. In dem Fall habe ich jetzt 2 Knöpfe hier, da bleibt der untere Knopf immer offen, der wird niemals zugemacht. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, da solltet ihr echt extrem drauf achten. Ich sehe immer wieder Leute, die dann auch da stehen und dann beide Knöpfe zu haben. Das ist wirklich ein No-Go und dementsprechend bleibt der Knopf immer offen. Das gleiche gilt natürlich auch bei dem Double-Breasted Sakko. Da habt ihr im Prinzip einen inneren Knopf, der dann hier innen zugemacht wird, wird dann eingehakt, dann der äußere wird überschlagen, dann wird der auch eingehakt und den unteren lässt man immer offen. Man macht niemals beide Knöpfe zu, das ist einfach ein No-Go. Egal welche Anzugart ihr tragt, also niemals den unteren Knopf mit zumachen. Ganz wichtig. Nun erkläre ich euch noch die hintere Seite vom Anzug, im Prinzip das Hinterteil, die hintere Öffnung. Es gibt gar keine Öffnung, es gibt eine Doppelöffnung und eine einfache Öffnung. In dem Fall habe ich jetzt hier die Doppelöffnung, ihr seht hier 2 Einschnitte. Dann gibt es noch einen in der Mitte und dann gibt es im Prinzip auch keinen. Wichtig ist darauf, achtet, denn auch dieser Teil des Anzugs ist wichtig für eure Flexibilität, wenn ihr hinsetzt, wenn ihr den Anzug, ja prinzipiell, es macht schon einen Unterschied. Und ich würde euch generell empfehlen, immer entweder die einfache oder die Doppelvariante zu haben. Hinten, wenn ihr Doppel habt, sieht das immer so ein bisschen aus wie so ein Frack, der nach links und rechts weggeht. Aber das kann auch sehr gut aussehen, aber in dem Fall ist es für die klassische Variante immer diese Doppelöffnung. Jetzt lasst uns noch ganz kurz über die Stoffe und Farben eines Anzugs reden, womit ihr anfangen solltet. Wie ich in meinem letzten Video schon beschrieben habe, also der erste Anzug sollte, der Einsteigeranzug quasi, ist ein blauer Anzug. Den würde ich euch am Anfang immer empfehlen. Natürlich kommt es immer darauf an, in welche Saison ihr die Anzüge tragt. Es gibt Anzüge, die sind dicker, die sind dann für den Winter geeignet. Zum Beispiel aus Cord oder aus Twill oder halt eben Leinen. Oder nicht gefütterte Anzüge sind mehr für den Sommerbereich. Wobei da auch differenziert werden muss, ist es wirklich ein reiner Sommeranzug oder kann man den ein ganzes Jahr tragen? Wie gesagt, es gibt auch Anzüge, die man immer tragen kann. Ich habe zum Beispiel auch 2, 3 Anzüge, die man nur im Winter tragen kann, die aus ganz anderem Fabrikat gemacht sind und im Sommer einfach viel zu warm wären. Nun kommen wir zu dem Thema, was tragt ihr unter dem Anzug? Fangen wir einfach mal mit einem T-Shirt an, was ich jetzt gerade auch trage. Einfach ein simples schwarzes T-Shirt. Da solltet ihr mal darauf achten, entweder ein schwarzes oder ein weißes T-Shirt zu tragen. Das würde ich zumindest empfehlen. Es sollte nicht zu weit sein oder nicht zu lang sein. Immer dementsprechend auch relativ slimfit geschnitten, sodass ihr es einfach ganz easy in die Tasche tragen könnt und es im oberen Bereich wirklich gut sitzt und nicht zu weit ist. Nun kommen wir zu dem Thema Hemden. In Sachen Hemden würde ich euch empfehlen, das nicht zu verkomplizieren. Ein einfacher Kragen, kein Button-Down. Im Prinzip habt ihr im Kragenbereich einen Knopf, den man von außen sieht. Den würde ich euch eher nicht empfehlen zu einem Anzug. Eigentlich ein einfaches Hemd wie hier, was ihr sowohl mit Krawatte als auch ohne Krawatte gut tragen könnt. Oder wenn ihr die Krawatte abmachen müsst, was immer noch gut aussieht. Auch dies sollte wieder eurer Körperform angepasst sein. Nicht zu eng und nicht zu weit. Nun kommen wir zum Thema Krawatte. Bei einer Krawatte gibt es natürlich unzählige Knoten, die ich persönlich selber all gar nicht kenne. Ich kenne nur 1 oder 2 Knoten auswendig, die mir auch reichen. Wichtig bei einer Krawatte ist natürlich, dass ihr darauf achtet, dass die Krawatte nicht zu lang ist oder zu kurz. Das sieht natürlich immer katastrophal aus und sollte auch nicht gemacht werden. Eine Krawatte sollte immer auf Hosenbundlänge aufhören. Ansonsten solltet ihr auch darauf achten, dass eine Krawatte nicht allzu bunt ist, immer zu eurem Anzug und Hemdfarbe passt. Nun kommen wir zum Thema Einstecktuch. Bei einem Einstecktuch sind wirklich keine Regeln festgesetzt. Da könnt ihr so ein kleines i-Tüpfelchen für euch selber auf den Anzug setzen. Da gibt es auch wirklich keine vorgeschriebenen Regeln. Man kann auch ganz ohne Einstecktuch, wie ich es jetzt gerade mache, einen Anzug tragen. Man kann es falten. Es gibt dafür verschiedene Faltformen. Es gibt verschiedene Farben. Es wird einfach nur reingeschmissen. Da habt ihr wirklich die Qual der Wahl. Generell könnt ihr immer gut ein Einstecktuch tragen und so ein bisschen eure persönliche Note dem Anzug verleihen. Schuhe. In Sachen Schuhen habt ihr natürlich die Qual der Wahl. Ich persönlich stehe immer eher auf den englischen oder italienischen Schuh. Ich bin nicht so der Fan von dem Schnürer. Ansonsten, wenn ich Schnürschuhe trage, dann generell einfach gehalten. Keine großen Schnürkeleien dran rum, aber da habt ihr auch die Qual der Wahl. Ich würde generell bei solchen Sachen immer auf die Klassiker setzen, braune, schwarze Schuhe, die immer wieder individuell einsetzbar sind. Bei einem Smoking zum Beispiel habt ihr ein bisschen andere Schuhe, habt ihr mehr so Slipper oder Lackschuhe, die so glänzen, aber wie gesagt, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Das Video ist auf jeden Fall auch in Planung, wie trägt man einen Smoking. Das Thema werde ich demnächst auch noch mit euch durchsprechen und euch dann nochmal erklären, worauf solltet ihr achten für Neujahrfeste oder besondere Anlässe, wo ihr Smoking tragt.
dass ihr da richtig gewappnet seid und die richtige Wahl trefft. Und natürlich solltet ihr mal darauf achten, dass euch das gefällt. Also der Anzug muss für euch das Richtige sein. Ihr müsst euch drin wohlfühlen und alle möglichen Regeln, die ich bisher genannt habe, sind eigentlich egal, denn er muss zu euch passen und euch gefallen. Solange ihr euch wohlfühlt in dem Anzug, macht ihr alles richtig. Ja, Freunde, das soll es auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So ein bisschen Eindruck bekommen, was für Anzugarten es gibt etc. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen und ein Feedback da, was ihr davon haltet. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Ich freue mich über euer Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Ciao.